Hey an alle Survivalist da draußen und willkommen zum Videotutorial in Origins zu der goldenen Schaufel und dem goldenen Helm. Die goldene Schaufel bekommt man, indem man natürlich erstmal die normale Schaufel aufhebt und mit dieser dann 30 Dreckshaufen aufbuddelt. Wieso 30? Ich hab's probiert, hab's nach 30 Mal bekommen. Mein Kumpel Olli, der hat's auch mitprobiert. In einem anderen Spiel dann hat es aber auch nach 30 Mal bekommen, die goldene Schaufel. Und ja, man bekommt dadurch bessere ja, Teile, die aus diesen Dreckshaufen rauskommen. Und komplett andere. Man kann ja auch seine Perks dann mit erweitern. Mehr als vier. Aber das in einem anderen Video. Und als nächstes der goldene Helm. Den goldenen Helm bekommt man nur durch diese goldene Schaufel. Deswegen habe ich das vorher in diesem Video gemacht. Und der goldene Helm, den bekommt man random. Man brauchte eigentlich nur Luck. Ich habe sehr viele Haufen aufgebuddelt, habe den nicht bekommen und Olli, der hat zwei aufgebuddelt nach der goldenen Schaufel und hat ihn bekommen. Ja, also man sieht hier, das ist vollkommen auf Luck basierend und ihr müsst einfach nur buddeln, 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 spielen Mauli Maulwurf und vielleicht habt ihr irgendwann diesen goldenen Helm und ihr seht auch, dass man, also am Ende des Videos seht ihr, dass dann der Riese einfach auf euch drauf treten kann und ihr somit Invincible seid. Ja, für diesen Fuß. Also, goldener Helm ist für mich ein Muss für High Rounds, wenn man mal keine Muni hat, dass man einfach auf einen Zombie, auf einen Roboter wartet und der dann alle Zombies platzstampft. Das soll es zu diesem Video gewesen sein und man sieht sich immer im nächsten Video.